Bei Obermatt bedeutet gute Sicherheit nicht, dass es sicher ist, in die Aktie zu investieren. Es bedeutet etwas anderes. Wenn wir einen guten Sicherheitsrang für eine Aktie veröffentlichen, heißt das, das Unternehmen ist sicher finanziert. Es geht also beim Obermatt Sicherheitsrang um die Art und Weise, wie das Unternehmen finanziert ist. Unternehmen, die sehr viel Schulden haben, sind weniger sicher finanziert als Unternehmen, die viel weniger Schulden haben. Und heute zeige ich Ihnen, was das für Sie als Aktieninvestor bedeutet. Wie berechnen wir jetzt die Sicherheitsränge für ein Unternehmen? Dafür schauen wir uns die Finanzierungsseite des Unternehmens an. Unternehmen sind zuerst einmal mit Eigenkapital finanziert. Das ist das Geld, das Sie von Ihren Aktionären kriegen. Wenn Sie also Aktien haben von einem Unternehmen, dann fließt das ins Eigenkapital. Darüber hinaus verschulden sich Unternehmen aber auch. Sie wollen Geld leihen, zum Beispiel von Banken oder auf den öffentlichen Märkten. Diese Schulden gehören ebenfalls zur Finanzierung des Unternehmens. Mit diesen beiden Varianten finanziert das Unternehmen die Anlagen, die benötigt werden, um die Produkte und Dienstleistungen für die Kunden herzustellen. Nun gibt es hier mit den Schulden ein Problem. Wenn nämlich aufgrund der volkswirtschaftlichen Entwicklung oder auch aufgrund von unternehmensspezifischen Problemen diese Anlagen abnehmen, weil das Geschäft vielleicht nicht so gut läuft, dann bleiben die Schulden trotz allem das Gleiche. Das heißt, sie passen sich an die Anlagen und verkleinern damit das Eigenkapital. Das ist für Sie als Aktionär ein Problem. Es ist aber auch eine Chance, denn wenn das Umgekehrte passiert, wenn also die Anlagen wachsen, weil es dem Unternehmen sehr gut geht, dann bleiben die Schulden ebenfalls konstant. Das heißt, das Eigenkapital vergrößert sich und Sie profitieren als Aktionär. Der erste Obermatt-Sicherheitsrang ist deshalb das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital. Je kleiner die Schulden sind im Vergleich zum Eigenkapital, desto kleiner ist der sogenannte Verschuldungsgrad und desto besser ist der Obermatt-Rang der Verschuldung. Nennen wir das V für Verschuldungsgrad. Das ist der erste Sicherheitsrang, den wir bei Obermatt berechnen. Nun ist es so, dass Unternehmen ihre Schulden auch irgendwann mal zurückbezahlen müssen. Und wenn das passiert, dann werden diese Schulden, die eben jetzt zurückbezahlt werden, in der Bilanz aufgeführt als kurzfristige Schulden. Und das könnte ein Problem sein, denn wenn diese kurzfristigen Schulden sehr groß sind im Vergleich zum Gesamtunternehmen, dann besteht ein Risiko, dass das Unternehmen sich nicht refinanzieren kann. Und aus diesem Grund berechnen wir den sogenannten Refinanzierungsgrad, der Auskunft darüber gibt, wie einfach es wohl ist, dass das Unternehmen die Schulden, die neu aufgenommen werden, die refinanziert werden müssen, auch wieder erhält. Und schließlich ist es so, dass jedes Unternehmen auf die Schulden Zinsen zahlen muss. Und Zinsen kann man nur mit Gewinnen bezahlen. Aus diesem Grund setzen wir die Zinsen ins Verhältnis zu den Gewinnen des Unternehmens. Das nennen wir dann Liquidität. Wir haben also drei Größen, mit denen wir das Risiko der Finanzierung mit dem Unternehmen, mit der Größe des Unternehmens ins Verhältnis bringen. Den Refinanzierungsgrad, also der Refinanzierungsrang bei Obermatt, der Verschuldungsrang und der Liquiditätsrang. Und diese drei Elemente fließen ein in den Sicherheitsrang des Unternehmens. Je höher der Sicherheitsrang bei Obermatt ist, desto unproblematischer sind diese Verhältnisse. Was sind nun die Probleme mit dem Sicherheitsrang? Zuerst einmal muss gesagt werden, dass die Probleme beim Sicherheitsrang eher klein sind. Aus einem einfachen Grund, weil die Buchhaltungsstandards alle Schulden möglichst genau ausweisen wollen. Bei der Buchhaltung geht es um Sicherheit.
Und deshalb sind die Informationen auf der Bilanz auch ziemlich zuverlässig. Es gibt aber eine Situation, wo unsere Obermatt-Sicherheitsränge nicht unbedingt das richtige Bild liefern. Und diese Situation könnte bei Ihnen auch einmal vorkommen. Das ist nämlich dann, wenn ein Unternehmen beschließt, die Produkte nicht zu verkaufen, sondern zu verleasen. Das bedeutet dann, dass Sie keine Einnahmen haben auf diesen Produkten, sondern Geld aufnehmen müssen, um diese Produkte den Kunden zur Verfügung zu stellen. Damit erhöhen sich die Schulden. Gleichzeitig erhöhen sich aber auch die Guthaben gegenüber Ihren Kunden und das ist eigentlich kein Problem. Bei Obermatt versuchen wir, solche Situationen zu isolieren und nur Unternehmen mit ähnlichen Geschäftsmodellen miteinander zu vergleichen. Es ist aber nicht immer so einfach, das Leasinggeschäft genau zu identifizieren. Es kann also vorkommen, dass wir das nicht gesehen haben und dann wäre der Safety Rank, der Sicherheitsrang, eigentlich zu tief. Aus diesem Grund habe ich auch schon Aktien gekauft, die einen tiefen Sicherheitsrang ausweisen, weil ich schon wusste, dass das in diesem Fall kein Problem ist. Für mich ist der Sicherheitsrang der zweitwichtigste Rang bei Obermatt. Ich beginne in der Regel mit dem Value-Rang, denn ich möchte Aktien nicht zu teuer kaufen, ich möchte sie möglichst günstig kaufen. Und dann schaue ich sehr schnell die Sicherheit an. Gerade dann, wenn die Konjunktur nicht so stabil ist, ist für mich Sicherheit wichtig. Dann schaue ich auf den Wachstumsrang und dann schaue ich auf das Unternehmen selbst und beurteile die Zukunft des Unternehmens. Sie sehen also, Sicherheit ist relativ wichtig beim Investieren, zumindest mir.